sehr geehrte Damen und Herren. Erstmal einen guten Morgen. Der Untersuchungsausschuss hat heute Morgen in seiner Beratungssitzung eine Vertrauensperson beschlossen, Herrn Graulich, der Name, der ja auch schon in den letzten Tagen und Wochen im Gespräch war. Ich glaube, personell von der Erfahrung als ehemaliger Richter am Bundesverwaltungsgericht eine gute Wahl. Er ist fachlich mit den Themen Nachrichtendienste bisher betraut gewesen. Ich glaube, dass er dementsprechend auch die Sensibilität hat mit den Fragestellungen, die er zu bearbeiten hat, nämlich Einsicht und Bewertung der Selektorenlisten, diese Aufgabe gut erfüllen kann. Ich glaube, dass er auch hinreichend medienvertraut ist. Von daher glaube ich, dass die Entscheidung heute im Untersuchungsausschuss den Themenkomplex Selektorenlisten mit einer Vertrauensperson, Herrn Graulich, dementsprechend untersucht zu bekommen, eine kluge Entscheidung war. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Untersuchungsausschuss in seinem Beschluss der letzten Sitzung beschlossen hat, dass der zugrunde liegende Beweisbeschluss BND 26 nicht aufgehoben ist, dass er grundsätzlich weiter besteht. Das sollte es bei der Vertrauensperson, bei seinem Einblick in die Listen nicht zu Ergebnissen kommen, die befriedigen. Immer wieder noch der Untersuchungsausschuss die Entscheidung weiter aufrecht erhält, Einblick in die Listen nehmen zu können. Das ist nicht grundsätzlich vom Tisch. Es handelt sich damit nicht um einen Verzicht auf Rechte, es handelt sich um ein Mehr, dementsprechend mehr Informationen zu bekommen, als es möglich wäre, weil die Bundesregierung gesagt hat, das Staatswohl steht dementsprechend entgegen. Von daher hat der Untersuchungsausschuss diese Variante heute beschlossen. Und ich glaube, wir sollten jetzt abwarten, was die Vertrauensperson, Herr Graulich, in den nächsten Tagen und Wochen herausbekommt. Das bedeutet auch, dass wir nicht eine Ermittlungsperson, einen Ermittlungsbeauftragten beschlossen haben, wie vereinzelt auch berichtet und gesagt wurde. Es ist also keine Person im Sinne von § 10 des Parlamentarischen Untersuchungsausschussgesetzes, sondern es ist ein Novum, könnte man sagen, dass wir jetzt eine Person haben, die in einen ganz sensiblen, aber überschaubaren Bereich Einsicht nimmt, nämlich in die Selektorenlisten, diese auswertet und uns danach als sachverständige Vertrauensperson auch berichtet, was dementsprechend in diesen Listen steht und wie sie insbesondere zu bewerten sind. Ich halte das für einen gangbaren Weg und wir werden bei seinem Bericht dann erkennen können, wie sich diese Selektorenlisten gestalten, was sie beinhalten und gegebenenfalls auch welche Struktur dahinter liegt. Und ich habe großes Vertrauen in Herrn Graulich, dass er diese Aufgabe auch dementsprechend klug und weise machen wird. Sind Sie ein Problem damit, dass die Loyalität Herrn Graulich nach eigener Aussage bei der Bundesregierung liegt und nicht bei dem Untersuchungsausschuss? Ich glaube, als Richter am Bundesverwaltungsgericht, was Herr Graulich ja in den letzten Jahren war, hat er ein gutes Maß an Unabhängigkeit beweisen können. Ich glaube, dass seine Loyalität der Demokratie gilt, dass er eine klar umrissene Aufgabe hat, dass er natürlich aufgrund dieser schweren Konstruktion, wer ist dritte Partei, von der Bundesregierung bestellt wird. Aber wir haben eine Person gesucht, die genug Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein hat, eine dementsprechende Aufgabe leisten zu können. Von daher mache ich mir diesbezüglich keine Sorgen, sondern bin sehr interessiert, was uns Herr Graulich berichten wird. Wie bewerten Sie die neuen WikiLeaks-Dokumente zu Spionagen bei verschiedenen Bundesministerien? Wir haben die Dokumente als ersten Schritt sofort gesichert. Ich denke, alle Ausschussmitglieder haben sich diese Dokumente bereits angeschaut. Wir können relativ schnell sehen, dass es sich hier anscheinend um direkte Spionage von Zielen gehandelt hat, die wirtschaftliche Relevanz haben. Das mag den einen oder anderen auch nicht verwundern, wenn man auf der Internetseite der NSA nachliest, dass die NSA die wirtschaftlichen Vorbereitungen für politische Entscheidungen mittrifft durch nachrichtendienstliche Erkenntnisse, die sie gewinnt. Mag das keine besonders verwundernde Erkenntnis sein. Es ist aber eben schon von einer Qualität, wo man sagen muss, das Ausspionieren von deutschen Telefonnummern, sei es in Bonn oder Berlin, ist unstreitig ein Straftatbestand. Und von daher handelt es sich nach meiner Meinung um einen Komplex, den wir untersuchen werden. Wir werden sicherlich genau hingucken, weil es ist Kern des Untersuchungsauftrags, was hat die NSA bei uns gemacht. Aber ich sage Ihnen auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Vielzahl von Nachrichtendiensten eine gleiche Praxis an den Tag legt, die vielleicht nicht Gegenstand dieses Untersuchungsausschusses, also der Five Eyes-Staaten sind. Ich
würde mich da nicht wundern. Und ich glaube genauso gut, dass unsere Wirtschaft gut beraten ist, sich dementsprechend zu schützen, weil gerade die organisierte Kriminalität mit gleichen Ausforschungsaktivitäten an den Tag legen. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, dass viele, viele auf unsere Daten zugreifen und probieren, sie auszuspionieren. Ganz herzlichen Dank.